Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich habe mir gestern Abend übrigens die Nägel noch neu lackiert und habe ich diese Produkte hier verwendet. Drei davon sind aus der neuen Fairy Box. Zum einen kann ich euch mal zeigen, das hier sind immer meine Nagelentferner-Pads von Isana von Rossmann und ich nehme wirklich keinen Nagellackentferner mehr und normale Wattepads. Ich nehme immer die Dinger hier. Damit komme ich viel, viel besser zurecht. Die sind auch so ein bisschen ölig. Dadurch ist das auch schön für die Nägel. Die sind acetonfrei. Also mit denen komme ich richtig gut klar. Und selbst mit meinen drei Schichten Nagellack, die bekomme ich dann richtig gut weg. Dann habe ich mir die Nägel gefeilt mit dieser Feile. Die war, wie gesagt, in der Fairy Box von Finigrana. Das Schöne ist schon erstmal, dass die in so einer Hülle ist, weil ich habe die gestern nur ausprobiert. Ich möchte die jetzt in meine Handtasche tun, weil ich es, wie gesagt, so toll finde, dass sie halt eine Hülle hat. Und die ist aus Glas und ich war erst ein bisschen skeptisch, ob das gut funktioniert, aber hat sich doch recht gut gemacht. Das einzige Problem ist, dass man so in den Ecken nicht ganz so gut damit rankommt, weil sie halt auch ein bisschen, fokussiert er das? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die halt auch ein bisschen dicker ist. Aber ansonsten hat mir das sehr gut gefallen. Die kommt jetzt, wie gesagt, in meine Handtasche, damit ich da immer eine dabei habe. Mache ich dann gleich. So, dann habe ich das Produkt benutzt. War auch in der Fairy Box und zwar ist das kriegt er gleich hin. Und zwar ist das von Veleda und das ist so eine Nagelpflege. Also es war ganz ölig und das hat man auf den Nagel direkt aufgegeben. Na, fokussiert er das jetzt hier mal? Naja, egal. Und das hat man auf den Nagel aufgegeben, einfach so als Pflege. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil ich habe wirklich fast immer die Nägel lackiert. Die sind selten ohne Nagellack. Und das greift natürlich auch den Nagel ein bisschen an. Und das hier ist mein allerliebster Unterlack und ich würde nie wieder einen anderen benutzen. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, Unterlacke funktionieren einfach nicht. Das hat nicht länger gehalten, seit ich den habe. Das ist von Edding der Lack und der hält bombenfest. Also der Lack plus zwei Schichten Nagellack und die Nägel halten eine Woche. Gut eine Woche. Manchmal sogar ein bisschen länger. Dann ist es halt allerdings so, dass das natürlich hier dann auch schon ein bisschen rauswächst. Aber mit dem hält das alles wirklich Minimum eine Woche. Und richtig, richtig genial. Würde ich immer wieder nachkaufen und nie mehr wieder was anderes benutzen. Und dann habe ich den Lack benutzt. Der war auch in der Fairy Box von Benecus. Die Marke mag ich sehr, 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 sehr gern. Habe schon viele verschiedene Produkte davon. Auch einen Nagellack schon. Einen in Türkis. Den benutze ich sehr gern im Sommer auf meinen Füßen. Jetzt habe ich halt, wie gesagt, diese Farbe. Steht auch da, wie die heißt. So rum Cherry Red ist das, genau. Also ich bin ja so ein Fan von allen möglichen Rot- und Pinktönen. Vom hellsten Pink bis zum fast schwarzen Braunrot. Und ja, der gefällt mir sehr gern. Was ich sonst auf den Nägel trage, ist maximal so ein gräulicher Ton. Den hatte ich davor drauf, so ein Grau-Blau von P2. Aber sonst sind meine Nägel eigentlich immer in irgendeiner Rotschattierung. Dafür dürfen dann die Fußnägel im Sommer auch gerne mal ein bisschen bunter sein. Genau, ich hatte noch ein paar andere Produkte in der Fairy Box, die zeige ich euch dann nachher noch. Aber jetzt werde ich erstmal frühstücken. Diese Sachen hier waren außerdem noch in der Fairy Box und zwar diese Schokolade, die schon irgendwie verschwunden ist. Und zwar ist das Grand Chocolat Cardamon Fairtrade von Gepa. Dann war drin, das haben wir auch schon benutzt, dieses Massageöl von Primavera, alles Liebe, fruchtig, rosig, harmonisierend. Riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Macht sich auch sehr, sehr gut. Bei uns ist es so, dass ich Manu zu 80% massiere und er mir zu 20% oder so. Und ich hasse das halt immer, wenn man Massageöl benutzt und die Hände danach noch ewig so ölig sind, dass man nichts richtig anfassen kann und so. Und das ist mit dem gar nicht. Das zieht wunderbar schön schnell ein und riecht, wie gesagt, auch mega angenehm. Sieht man das, wie viel hier schon raus ist? Nee, nicht so richtig. Genau, also das war auch drin und das ist auch richtig gut. Und darauf freue ich mich schon. Das ist auch von Benecos.
Das ist das Shower Gel Enjoy Your Shower. Das riecht richtig gut und hallo, sieht mal mega, mega toll aus. Da freue ich mich dann schon drauf, wenn ich das benutzen kann. Manu hat mich gerade zum Bahnhof gebracht. Ich fahre jetzt nämlich nach Dresden und treffe mich dort mit meiner lieben Kascha. Und auch die Emmy ist da. Beide Kanäle verlinke ich euch morgen in der Infobox. Emmy treffe ich heute zum ersten Mal. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, wir werden uns sehr, sehr gut verstehen. Und wir werden über die verschiedenen Weihnachtsmärkte in Dresden laufen. Und ich freue mich ganz, ganz doll. Und heute Abend komme ich dann zurück und Manu holt mich wieder ab. Jetzt gehen wir dort und dorthin. Also ich bin jetzt da. Hallo, Kascha ist da. Und Emmy ist da. Und wir gehen jetzt auf den völlig überfüllten Weihnachtsmarkt, was halt nicht so doll ist, aber wir wussten das ja vorher. Und ich habe jetzt auch großen Hunger. Und wenn ich hungrig bin, dann tue ich alles. Dann gehe ich auch auf überfüllte Weihnachtsmärkte. So, die wickelt mich auch gerade super ein hier. Und ich glaube, umso später es wird und wenn es dann dunkel wird, kommt man auch schön in Stimmung. Und das wird, glaube ich, sehr schön. Ich brauche nämlich noch so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ja, noch so ein bisschen. Ja. Ich hatte noch zu wenig weihnachtlichen Input. Ja. Menschen im Bild und du weißt nicht, wo du hinfilmen sollst. Oder Hunde plötzlich im Bild. Oh mein Gott. Aber die sind so süß. So flauschig. Gegessen und ich hatte ganz tolle, nette Gespräche und es war ein wunderschöner Tag. Sag mal Tschüssi. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr ganz bald wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Und es war richtig, richtig toll, es war richtig schön. Wir hatten gutes Wetter, gutes Essen und gute Gespräche. Nicht so gute Getränke, aber es geht. Und nicht gut? Die heißt Ach, Schokolade. Der Kakao. Ja, okay. Und wir hatten Dori. Ja, die ist gerade noch ganz aufgeregt. So, ihr Lieben, ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Ihr findet jetzt hier oben in den Infokarten eine kleine Umfrage. Ich hatte ja gesagt, dass ich 2017 den Kanal ein bisschen umstrukturieren möchte. Ich habe da auch schon einen groben Plan. Ich möchte jetzt sehen, ob der einfach synchron geht mit dem, was ihr euch für diesen Kanal wünscht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt alle hier bei der Abstimmung noch teilnehmen würdet. Das ist völlig anonym, geht auch ganz schnell, sind nur ein paar wenige Klicks. Und ich bin dann gespannt auf das Ergebnis und wir sehen uns schon morgen wieder. Bis dann, tschüss!